Und willkommen zurück bei Mad Games Tycoon. Ja, unser neues Terminal ist ja endlich mit in Betrieb. Wir haben hier noch gerade Probleme mit der Küche. Da hoffe ich einfach mal, dass die sich jetzt bei der nächsten Anlieferung eventuell einfach erledigen. Was wird da geliefert? Ach, Lebensmittel. Okay. Ist vielleicht das... Nee, jetzt laufen da gerade einige lang. Ah! Das sieht doch... Sieht das gut aus? Ah, geil, ich habe da auch die Kaffeedinger habe ich falsch schon gebaut. Einmal mit Profis. Ach, da vorne kommt sie lang. Okay, gut. Ich glaube, ich weiß, was ich mir eben bauen muss. Und zwar folgendes. Hier ein kleines Fundament. Zack. Und da warten wir eben kurz, bis das fertig gebaut ist. Das ist kacke, wenn die Leute, wenn die Angestellten, wenn da irgendwie was ist, immer hin und her laufen müssen. Okay, aber scheinbar haben wir jetzt... wir haben irgendwas da. Wir haben 100 Pizzen etc. Das heißt, das sollte hier alles passen. Wir haben ja nur hier hinten viel zu wenig Angestellte. Hauen wir uns nochmal 4 dazu und hoffen, dass es einfach dann gleich besser aussieht. Und falls ihr euch gerade hier fragt, was ich mache, ihr seht's gleich. Und zwar, das ist... Ja, dann machen wir hier raus. Zack. Das sind dann eben Personaltüren, das heißt, unser Personal kann zwischen diesen beiden Sachen wechseln. Ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht für die Janitors und so, wenn das alles so ein bisschen besser läuft. Oh krass, ey, da kommen die Schwärme. Ich habe außerdem jetzt schon eine richtig krasse Idee. Aber gut, dazu komme ich später. Also hier vorne, das sieht ja eigentlich alles schon mal ganz gut aus. Wir werden hier irgendwann dann ja mal eine weitere Ebene bauen. Ein weiteres Gateman hier vorne bauen. Das ist wahrscheinlich sogar wirklich eine der nächsten Sachen, die ich hier machen werde. Geil, es gibt noch keine Angestellten. Lauft ihr jetzt alle mal nach da oben, oder? Echt, brauche ich dann noch mehr? Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr euch vernünftig aufteilt, oder? Geil, der haut ab. Nö, ich hab keinen Bock mehr. Hey Jungs, was macht ihr jetzt? Oh, wir wechseln die ganze Zeit die Arbeitsplätze. Müssen wir weniger arbeiten, oder wie? Ihr seid gut. Aber scheint hier vorne zumindest schon mal ansatzweise zu laufen. Einmal kurz hier vorne gucken. Ja, oh, da oben sieht das aber so geil aus. Ja, ich glaube... ja, wisst ihr was? Ich fange einfach mal an. Es gibt so viele Sachen, die ich machen will. Deswegen rede ich gar nicht lange drumherum. Zack. Da. Fundament. Zack. Da habt ihr erstmal was zu tun. Dann haben wir noch immer 1000 andere Sachen. Operationsfeld. Ja. Was gab's denn noch? Jetzt reparieren? Nein. Ja. Mhm. Genau, hier vorne noch ein zweites extra Large Gate. Ich hatte es ja gesagt, ich werde hier diesmal dann andersrum arbeiten. Was heißt andersrum? Also von den Zeiten her anders. Also da werde ich drauf achten. Beim X2 Gate, was ist momentan das F1 Gate ist. Ja, warte ich eben, bis es gleich fertig gebaut ist. Da werde ich halt wirklich schauen, dass die Flügel versetzt sind. Auch wenn das heißt, ich kann da ein Flug weniger wahrscheinlich nur machen. Sicher ist sicher. Ja, jetzt hier das übliche, ne? Das übliche Warte. Ach ja, weil ihr jetzt ja auch schon, weil ich unten gleich gebaut habe und
Gut. Genau, das Gute ist, das Gepäckdepot, das kommt dann halt hier auch hin. Da brauche ich dann hier also nichts Neues machen. Das ist schon mal ganz nett. Hier vorne baue ich gerade eben das Erdgeschoss aus. Wird die Wand eingerissen, dann kommt der Boden rein. Und wenn wir dann dabei sind, kommt da auch Boden rein. Vielleicht einfach, weil hier momentan noch nicht so viel los ist. Ne? Ich meine, ihr seht hier vorne ist einfach noch voller. Wobei meckert er? Achso, ja, natürlich, er meckert gerade drüber. Ne? Kein Check-In-Schalter, Terminal und Second Floor und so. Was macht ihr denn da eigentlich gerade alle? Also, ihr lauft einfach nur dadurch zur Toilette. Ist auch ein schöner Gang. Ich will eigentlich mal ganz kurz gucken, wie sieht denn das überhaupt aus? Was kommt denn da gerade an? Da kommt erstmal der große Schwall raus. Wie großer Schwall war das gar nicht? 136 Leute gehen da auch noch rein. Warum? Ich finde eigentlich, dass ich hier einen super Flughafen habe. Aber das sieht ja momentan auch eher noch unproblematisch aus. Nee. Flugstatus. Gestern. 10.23. Ah, guck. X1, 276. Na gut, dann machen wir mal die Zeit ein bisschen schneller. Weil ich gerade eh nicht so viel machen kann. Genau, also ich mache jetzt hier ein zweites Gate. Da, wie gesagt, werden die Flüge dann versetzt kommen. Das wird vermutlich noch nicht morgen fertig sein, sondern übermorgen, sage ich jetzt einfach mal. Da brauchen wir uns jetzt auch gerade nicht mega hetzen. Das ist einfach nur, ich will das schon mal haben. Es kommen dann ja auch gleich noch ein paar andere geile Sachen hin. Dann wird das Ganze auch mal hübsch gemacht. Dann kommen jetzt hier vielleicht auch mal Lounges hin. Also eine First Class Lounge. Die kommt wahrscheinlich hier zwischen, eine Fly Crew Lounge, die packe ich hier unten hin. Ich glaube, die Toiletten, das geht immer noch, würde ich sagen. Ja, ich meine, hier vorne haben die auch einen ganz schön weiten Weg zur Toilette, wenn man sich das mal so anguckt. Also da werden die das da vorne schon packen. Ja, hier vorne ist ja noch die Überlegung, was ich da hinpacke. Vielleicht nochmal eine kleine Toilette. Aussichtsplattform, man weiß es nicht. Ja, ich glaube, die Jungs, die wechseln auch teilweise nach Bedarf hin und her. Schön finde ich das nicht. Ja, da waren gerade irgendwelche Leute grimmig, wenn ich das scheiße. Ja. Okay. Ah, hier, geplanter Abflug. Blockierung beenden. Abflug erzwingen. Muss ich mir wieder hier ein paar Vorfeldmitarbeiter holen. Also aus irgendeinem Grund kacken die da manchmal rum. Und das ist dann, wenn die Leute pissig sind. Genau, A1. Ja. Mal eben kurz gucken. X. 15.49. 340 Leute. Ah, krass. Ja, ich glaube, da gibt es vielleicht manchmal so leichte Q-Probleme. So, als erstes wird das umbenannt in X2. Dankeschön. Dann kriegen wir ein neues Fundament. Dankeschön. Auch wenn unsere Leute nichts zu tun haben. Den Boden haben wir jetzt hier wahrscheinlich schon längst reingelegt. Ja. Ja, das geht wohl. Vielleicht war das auch nicht die beste Idee, einen Personaleingang zu bauen. Ich habe das Gefühl, da gibt es Leute, die laufen immer nur hin und her. Es scheint, das müsste ich ab und zu hier mal nachgucken, was denn hier an irgendwelchen Gates los ist. So, dich will ich mal eben kurz. Flugbesatzung boardet.
Ah, da vorne bauen die eh gleich noch fleißig rum. Ach, du gehst da gar nicht hin. Oh, ja, haben wir gerade gar keine dicke Maschine. Nee, 18:30, 20:15 kommt die nächste. Ist auch die letzte, ne? Ja. Spannend, was machen eigentlich gerade meine Mitarbeiter? Gibt es da eigentlich irgendwie eine Option, dass man die sieht? Ah. Gut, hat sich erledigt. Ich glaube, ich muss sonst morgen früh vielleicht auch mal wirklich anfangen nachzugucken. Geil, ja, nimmst du mit deiner kleinen Maschine natürlich die dickste Startbahn. Jo. Ah gut, spricht ja auch nichts gegen. Passagiere, um eben kurz vielleicht ein bisschen rausgeholt, damit man. Ah, sieht kuschelig aus, aber gut. Wie gesagt, wir werden hier gleich einiges bauen, machen dann jetzt auch vielleicht mal wieder Fenster und so einen ganzen Scheiß. Ja, ich meine, da kann man so viel machen. Auch hier hinten, das ist irgendwie alles verschenkter Platz. Vielleicht mache ich hier dann auch noch eine kleine First Class Lounge, Fly Crew Lounge. So ein ganzer Scheiß, den muss man ja auch eigentlich mal alles irgendwann haben. Und, wie gesagt, eine der nächsten wichtigen Sachen, die ich hier machen werde, ist Fuel. Aber vorher will ich mein zweites Gate angeschlossen haben. Ja, sonst sieht das ja hier eigentlich alles ganz in Ordnung aus. Hier ist noch so ein bisschen Verkehr, aber es ist ja sozusagen Tagesendgeschäft. Hier dürfte jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel sein. Deswegen sind auch gerade alle Mitarbeiter abgehauen, außer die, die ganze Zeit hin und her laufen. Weil was ich noch weiß, du kannst hier bei diesen Sachen hier, die ja kaum jemand noch nutzt, da kannst du halt sagen, Kioskplanung, ne? Du hast dann und dann zwei und eine Person und so einen ganzen Kram. Dann ist alles gut. 100% gebordet. Wenn noch eine. Ah ja. Brauche ich da vielleicht bald noch mehr, ja, Fahrstreifen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, bald kommt dann ja auch die Wartungszeit und so. Vielleicht, also ich denke ja immer noch, dass ich durch dieses System ja irgendwie vielleicht ein bisschen besser sicherstelle, dass die Flugzeuge halt sich so bewegen, ne? Dass nicht irgendwie eine Maschine dann irgendwie so kommt und eine will dann hier so wegfliegen oder, ne? Das war da ja eigentlich mein ursprünglicher Gedanke. So. Genau, aber jetzt ist erstmal das hier das zweite Gate anzuschließen, dann das Ganze noch ein bisschen hübsch zu machen. Und. Huch. Aber eigentlich brauchen die da auch gerade zu dem Zeitpunkt gar nicht unbedingt so viel Info, glaube ich. Gut. Finanzen. Profitverlust. Nee, nicht heute. Gestern. Joa. Eigentlich ein sattes Plus, wenn man die Materialien rausrechnet. Ne? Sieht man halt. Knapp 1 Million wieder fast dafür ausgegeben. Als würde ich hier eigentlich einen guten Gewinn machen. Einzelhandel. Ja, da sieht man, die meisten bringen gar nicht so viel. Ja, da hatten wir diesmal auch wahrscheinlich hohe Ausgaben wegen dem ganzen Auffüllen-Kram. Einkommen durch Handel und Restaurants, 32.000. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und eigentlich lohnen sich die anderen Sachen gerade echt nicht. Vielleicht mache ich das dann einfach so, dass es eigentlich, die Leute sind nur 80%, das ist eigentlich schon in Ordnung. Mal kurz gucken. Für heute scheint auch, vielleicht mal hier gucken. Ja. Keine offensichtlichen Lücken.
Na, das dauert einfach natürlich, auch mit 15 Mann. Ja. Das wollte ich auch gerade sagen. So. Wie viel haben wir überhaupt da? 25 pro Stunde. Ja, scheiß drauf. Also das ist irgendwie 50 Dollar mehr pro Stunde. Dann haben wir jetzt 5 Mann gleich mehr. Das macht ja doch Sinn. Aber meistens, sind wir mal ehrlich, die Projekte, die wir jetzt haben, sind eher große Bauprojekte. Ich habe mir auch schon eine Sache überlegt. Also Fuel, sobald das hier dran ist und wir das hier ein bisschen schön gemacht haben, kümmern wir uns auch um Fuel. Das ist auch wahrscheinlich ein größeres Projekt. Da werde ich halt schauen, dass ich hier überall irgendwie die Möglichkeit habe, Fuel ranzukriegen. Wahrscheinlich baue ich dann auch noch einen weiteren Hänger muss ich wahrscheinlich dann auch noch bauen. Dann wäre natürlich Überlegung, was mache ich denn dann, wenn ich damit fertig bin? Irgendwann werde ich sicherlich nach hier oben erweitern. Und zwar müsste ich dann wahrscheinlich um 2 erweitern. Dann könnte ich hier irgendwie, keine Ahnung, könnte ich hier zum Beispiel einen Terminal machen. Dann sage ich hier, Terminal, hier geht es eine Etage hoch. Da geht es dann irgendwie bis nach hier vorne, geht es eine Etage runter. Und dann Food. Dann machen wir dort irgendwie vielleicht die Tickethalle auch schon unterwegs. Und dann hier hinten irgendwie dann Gepäckrückgabe. Also hier hinten dann Gepäckrückgabe. Und dann hätten wir hier vorne die Dinger. Vielleicht bauen wir dann irgendwann auch nochmal eine der Landebahn. Eigentlich könnten wir das sonst auch mal irgendwann machen. Wir haben ja 3 Landebahnen. Prinzipiell brauchen wir, glaube ich, nur 2. Aktuell. Dass wir sonst vielleicht schon mal eine weitere Landebahn ausbauen. Sagt, das hier hinten werden wir uns auf jeden Fall auch noch irgendwann holen. Damit wir hier hinten auch den richtigen Zweisprungverkehr machen, weil sobald ich jetzt hier vorne eine zweite Landebahn so lang ziehe, ist uns allen ja klar, passt das hier hinten nicht mehr so ganz. Seid immer noch nicht fertig. Wäre auch zu schön gewesen. Ach, ein neuer Tag. Im Chaos. Mal eben kurz gucken. Wie sieht's denn hier aus? Ja. Ja, jetzt kommen sogar auch ein paar Angestellte mehr rüber. Das scheint, als würden die nach Bedarf fluktuieren sozusagen, hin und her laufen. Ich gebe euch mal noch ein paar mehr Angestellte. Ich hoffe eigentlich mal irgendwann, weil ich glaube ja nicht, dass das gut ist. Das hier. Das ganze Zeit hin und her gelaufen. Das ist doch scheiße. So, heute wird zwischendurch immer mal kurz geguckt bei den ganzen Maschinen. Ist denn da alles tippitoppi? Oder haben wir schon wieder irgendwas verkackt? Aha, da kommt unser erster 747. Was sagst du denn? Wie viele Leute müssen rein? Na, müssen erstmal alle raus. Krass, ey, was das hier für ein Gewusel ist. Mal 10. Echt, wieso hast du denn so viel Zeit? Habe ich dir echt... Für so einen kleinen Flieger. Ah, sollte ich vielleicht mal auch demnächst mal überlegen, dass ich hier die Standzeiten vielleicht verkürze. Damit die Leute rechtzeitig kommen. Ich meine, da gibt eigentlich keinen Grund. Der hat jetzt irgendwie 1,5 Stunden... Ne? Zack, da ist der erste weg. Tschüss. Der nächste weg. Hier vorne fehlen... auch nur, weil die... da rumchillen. 375 Leute. Ja, ich würde sagen, das ist schon mal ganz gut besucht. Ja. Aber da macht auf jeden Fall, glaube ich, auch Sinn, 4 Check-ins zu haben. So, das erste, was ihr machen dürft, Böden, Fußboden. Das nächste, was ihr machen dürft, Bau. Löschen. Achso, ja, muss ich natürlich eben bauen. Hätte ich vielleicht andersrum machen sollen, hätte ich das schon schneller einstellen können. Ja, dann dürft ihr danach vielleicht auch schon mal die Tür machen. Zack. Ah, schön. Bauen sie doch teilweise ab, aber nicht alles. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ihr einfach mal alles abbaut. Wahrscheinlich kamen dann gerade hinten die Lieferungen an. Ah, Lieferfahrzeug. Ja, genau. Die habe ich ja eigentlich ganz bewusst als... ja, ohne Pfeile gemacht. Also, bis auf den ersten und den letzten. Da halte ich das immer noch für sinnvoll.
915, die nächste Maschine. Und das Publikum sozusagen strömt erstmal raus. Böde. Ich weiß echt noch nicht, was ich da unten überhaupt mit der ganzen Fläche mache. Vielleicht hätte ich auch einfach dicht lassen sollen. Das ist momentan so ein bisschen verschwendeter Platz, ne? Ich weiß nicht, wie groß soll ich sonst das Café machen? Ich werde jetzt auf jeden Fall, und das ist, glaube ich, eine gar nicht mal so schlechte Idee, Rolltreppe nach unten. Damit die Leute dann nicht irgendwie aus zwei Flugzeugen ganz bis nach da hinten, sondern dann haben sie da auch noch die Möglichkeit runter zu gehen. Vielleicht, genau, das war nämlich auch meine Idee, vielleicht spielen sie dann auch noch mal am Automaten zwischendurch eine Runde. Dann sind wir ja auch glücklich. Achso, habe ich glaube ich sogar schon gebaut. Jo. Nehmen wir mal kurz nachgucken. Oh, bisher sieht alles tippitoppi aus. Ah ja, gut, C, D, E, A, B. Ja, eigentlich wäre das S1, S2, L1, L2, L3. Aber gut, müssen wir jetzt ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Ja, dann geht Schalter, wie haben wir das da gemacht? 1, 2, 3. Dann Versorgungsschlangen, oder Erwarterschlangen meine ich, Entschuldigung, 1. So, und dann machen wir jetzt hier vorne die etwas längere. So aus der Richtung. Was macht ihr eigentlich gerade, meine ganzen Baumenschen? Ihr müsst doch eigentlich jetzt hier ganz schnell den Kram hertragen. Ah, da kommt doch schon der Janitor. Ah, wunderbar. Da sind sie auch. Gut, dann zuordnen. Zuordnen. Dann zuordnen. 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 So, dann brauchen wir dafür 4 neue. Krass, ey, was wir alles jetzt angestellt haben. Zuordnen. Dann einmal zuordnen. Ja. Und zuordnen zu. Zuordnen. Achso. Ja, er sagt das ganz schön, dass einem das Spiel eigentlich immer dran erinnert. Du hast sowas vergessen. Hey du, bist dumm, hast du es vergessen? Gut, dann gucken wir schon mal. XL-Flüge. Wieso? Am Morgen. XL 747. Nehmen wir. A350. Ah, gucken wir gleich. Wir könnten hier eigentlich vielleicht noch einen zweiten Morgenflug nehmen. Nö.
A350. 300 Leute. Ein klein. 787, 747. Oh. Gab es aber den Abend 787, 747. Wir müssen ja jetzt gerade zu Beginn vielleicht noch nicht übertreiben. Gut. Dann. Als erstes Info. Und wir kennen es ja nicht anders. 2, 3, 4. Grün. Erstmal so für ein Basic Level. Zack. 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 Dann kommt Zun. Eine erste Klasse Lounge. Lass einen weggehen. Die kommt jetzt. Hier ist eine Mauer. Dahin. Kommt daneben unsere Flugcrew Lounge. Die sieht jetzt größer aus, ist sie aber nicht. Ich habe nämlich gerade eben Kacke gebaut. Da kommt da Fenster. Versuchen wir jetzt hier irgendwie die ganze Länge. Kannst mal ein bisschen rausgucken. Ist gleich mal da. Kurz nachgucken, wie sieht es heute aus. Gut, ne? Ist ja klar, die bauen gerade, das ist alles gut. 15:14, 18:30, ja. Das sieht alles noch ganz gut aus. Ja, vielleicht muss ich mir irgendwann mal beim ersten Gate irgendwie gucken. Da kann man sicherlich dann noch eine Maschine mehr unterbringen. Aber dann kommt da jetzt noch eine Tür rein. So, was braucht das noch? Umschlossenen Raum. Mindestgröße 5x5. Gut. So, dann brauchen wir noch sowieso hier oben Mülltonnen. Dann brauchen wir... Was ist denn das? Bank? Ja, Bänke brauchen wir auch noch. Auch noch eine. Die auch. Achso, und vielleicht noch ein Tisch. Gibt's Kaffeetisch D, Kaffeetisch C. Kleines Tischchen. Einer darf ja sogar alleine sitzen. Da freut er sich sicherlich wahnsinnig drüber. Kurz gucken. 89, 100% gebordet. Das heißt, der ist gleich weg. 84, pff, sind ja sowieso noch alle rechtzeitig. Gut, was brauchen wir hier oben dann noch? Bang. Etwas, wovon es eigentlich nie zu viel geben kann. Dann holen wir uns noch eine Mülltonne. Dann holen wir uns noch Pflanze.
Gut, das sollte da vorne dann auch reichen. Ja, gut, hier ist gerade noch Müll. Den macht sicherlich gleich jemand weg. 312 Leute. Wir haben noch 131 Minuten. Das sieht mehr schaffbar aus. 81 Minuten. Gut, also machen wir es hier vorne auch schon so ein bisschen schön. Ich würde ja jetzt gerade total gern was machen. Irgendwie so Objekte, Verkauf. Das lohnt sich ja eigentlich alles gar nicht. Ich meine, ich kann euch hier nochmal so einen Elektronik-Verkaufsautomaten hinstellen. Daneben Getränke-Verkaufsautomaten. Vielleicht will ja doch einer mal was trinken. Ah, so eine Ladestation wäre natürlich vielleicht auch noch was Feines. Das bringt uns vielleicht auch noch was auf der Unterhaltung. Ja, Hunger, ey. Aber es lohnt sich ja nicht. Was soll ich euch denn noch zu essen bauen? Wollt ihr doch eh alles nicht. Gut. 56, 85. Was haben wir denn hier überhaupt hier beim ersten Flieger gemacht? Wieso haben wir dort... Was ist denn das? 140. Schaffen wir locker in 2 Stunden. 90. Und da sage ich, den kriegen wir da noch rein. Ich will den ein bisschen rüber. Bam! Flug mehr. Vermutlich erst am nächsten Tag. So, dann kommt jetzt das nächste. Zone. Digitale Gepäckausgabe, Kaffeeanlieferung, Anreise. Braucht das gar keine Treibstoffdepot. Requires Ground Floor. Achso. Mhm. Er sagt keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. So, dann brauchen wir zu nah an einem Objekt Rollweg. Geil. Das heißt, das könnte ich hier bauen. Aber das hier vorne will ich mir eigentlich gerade frei halten. Wenn es geht. Weil... Kriegen wir sicherlich später ein Problem. Da vorne will ich das nicht bauen. Eigentlich will ich mir das hier vorne, wenn es geht, irgendwie frei halten. Weil mein Überlegen ist ja immer noch, ich kann ja mal eben kurz skizzieren, ich kaufe mir irgendwann hier oben 2 Dinger dazu. Dann, vielleicht muss ich da auch 3 Dinger dazu kaufen. Dann machen wir da oben Gate. Und zwar, das geht dann hier, zack, einmal nach oben. Vielleicht ist dann hier oben Ticketing, man weiß es nicht. Geht er hier rüber und dann wird es eigentlich hier auf dem Boden lang gehen, damit ich nicht so viele Ebenen brauche. Einmal nach da ganz oben. Und dann natürlich hier wieder mit so einer geilen, mit so einem geilen Wanderweg. Hey, geil, ey, der chillt hier gerade richtig, ne? Okay, nicht mit einem unterirdischen Treibstoffleitungsnetz verbunden, ja. Ich weiß. Wohl eigentlich. Ich sag einfach mal, die verlängere ich jetzt nicht. Ich mache hier noch eine zweite lange raus. Okay? Vielleicht sogar recht bald. Die verlängere ich nicht. Dann habe ich hier vorne ja eigentlich so, dass selbst wenn ich die nach da packe, habe ich da vorne eigentlich richtig viel Platz. Versorgung, großer Treibstofftank. Wo kann ich den denn hier bauen? Eins, zwei, drei, vier. Ich baue erstmal nur 4. Die kosten ja auch ein bisschen Geld. 100.000, da passt halt 1 Million Liter rein. Es gibt auch die kleineren, die sind aber im Verhältnis teurer. Da landet dann der Treibstoff drin. Ich muss ja sowieso hier bald. Und wenn ich es
das gleich richtig mache. Also ich muss das hier alles dann unterkellern, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Aber das baue ich einfach erstmal. Treibstoffleitung. Geil, brauche ich für Treibstoffleitung. Sag bloß, ich brauche dafür so einen Kram nicht. Ach, ich hätte jetzt echt gewettet, das haben die da auch mitgemacht. Gut, das gucken wir uns alles an, aber erst beim nächsten Mal. Die Folge ist schon wieder viel zu lang. Ich vergesse immer die Zeit dabei. Ich danke mir so für euer Interesse und sage, bis dann.